Hallo und ein herzliches Willkommen zu 7 Days to Die. Es ist ein nahtloser Übergang für mich in-game. Aber es ist kacke, weil ich keinen Zombie finde. Und hier gerade alles verschneit ist und ich eigentlich ja zum Trader wollte. Uneigentlich einen Hirsch erledigt habe und noch uneigentlicher kein Messer habe, um den Hirsch richtig auszunehmen. Aber ich glaube Messer... Ja, kann ich noch eine andere Klinge machen irgendwie? Machete, na, das ist nicht genau das, was ich kann. Aber hier im Schneegebiet gibt es nur diese tankigen Dudes, ey. Aber ich muss halt auch noch treffen, ne? Komm jetzt aber. Und Treffer. Und kein Treffer. Deswegen ist gut, dass ich mir 40 Pfeile gemacht habe, oder? Und Treffer. Und das hat nicht getroffen, was? Da muss ich auf den Körper einfach nur zielen. So, und Treffer. Und noch ein Treffer. Und noch einer. Der nächste. Wieder einer. Wunderbar. Er liegt am Boden. Da hat er sich komisch bewegt beim Aufstehen. Komm jetzt, fall doch einfach um. Danke. Und er droppt mir jetzt bitte, 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 bitte einen Knochen. Ansonsten muss ich den Hirsch halt anders abbauen mit der Axt hier. Lässt sich dann nicht ändern. Wäre halt sehr ärgerlich. Und dann geht's auf zum Trader. Egal ob mit oder ohne viel Fleisch. Das sieht schlecht aus. Ja! Wo war das Hirsch? Wo war der Hirsch? Wo war der Hirsch? Oh bitte, nee, jetzt habe ich den nicht aus den Augen verloren. Das ist nicht mein Ernst. Ich bin doch nicht weit weggelaufen, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Wird mir in dem wärmer? In dem Mantel? Wird mir wärmer? Bitte sag mir, dass mir wärmer wird. Das habe ich nämlich kurz vergessen, dass ich hier langsam erfrieren kann. Mir wird wärmer, wunderbar. Jetzt sagt mir bitte, dass irgendwo noch dieser Hirsch rumliegt. Und dass die Sachen nicht einfach despawnen können. Yes, dann Hirsch abbauen und zum Trader. Let's go. Ey, es läuft doch, oder? Alles super. Na, Pelz. Leder. Oh, da haben wir noch einen Knochen. Guck mal, direkt das nächste Messer machen demnächst. Okay, ich durfte nicht nochmal reinstechen, aber passt für mich. Ich gehe zum Trader. Ich schaue erstmal. Ich brauche 20 Leder. Okay, schade. Ich dachte, man kriegt da mehr raus, aber ein Leder ist halt ein Leder. Vielleicht hat der Trader ja auch nochmal irgendwelche Sachen. Gut. Zombies auf dem Weg ignoriere ich, damit ich wirklich einfach nur jetzt gezielt dahin komme. Ich habe ja schon genug Umwege gemacht. Einen kleinen Umweg erlaube ich mir noch. Und zwar... benutze ich eh nicht den Knüppel, ja. So, das ist jetzt schmutziges Wasser, das darf ich natürlich nicht trinken, aber das kann ich ja am Lagerfeuer wieder kochen und das mit dem Lagerfeuer haben wir ja schon hinter uns. Ja, bis zur nächsten Nacht. Schmiede sieht noch nicht danach aus. Ich würde, wenn jetzt ein Haus oder so kommt, das würde ich auf jeden Fall noch looten wollen. Und mitnehmen wollen, natürlich. Ich bin froh, dass ich diesen Mantel gefunden habe. Also ich habe wirklich Glück mit dem Loot, wirklich Glück mit den allermeisten Sachen gerade. Ich hoffe nur, dass die Aufnahme läuft. Wenn die Aufnahme jetzt nicht läuft aus irgendeinem Grund, dann ist alles für die Katze. Das wäre jetzt so ärgerlich. Was ist das da vorne? Es ist kein Military Base, ne? Ich hätte nur das Wildschwein gesehen und dachte, entweder ist es gleich übel strong, weil in anderen Games sind Wildschweine echt immer strong, so, ja. Wo
Oder ich habe Glück und ich one-hit ist oder sowas. Ich hab's halt einfach geone-hitted. Das ist übel nice. Ach, ich kann immer noch Leder fertigen, so gar kein Problem. Leder kann ich ja nicht zu wenig haben aktuell. Okay, da läuft ein Zombie rum. Ist hier drin ein Zombie oder so? Oh, da liegen welche, die haben gepennt. Die habe ich jetzt gepult. Ich muss hier weg. Das war die am wenigsten intelligente Aktion wahrscheinlich, da jetzt einfach hinzurennen. Okay, die wandern jetzt hier lang, aber ich glaube, die folgen mir nicht. Natürlich ärgerlich, wenn das Zelt jetzt leer gegeben hätte oder so. Dann habe ich jetzt halt die Chance verpasst, Leder zu bekommen. Aber da bin ich halt selbst schuld. Das ist der Traitor. Ja, nice. Also, Traitor gleich Händler. Das habe ich wahrscheinlich noch nicht erklärt, ne? Okay. Das Gute ist, die Zombies können hier nicht rein, wenn ich hier... Ah, perfekt. Also, wenn ich hier die Tür zumache, dann kommt hier kein anderer rein. Aber, das wäre jetzt so easy, würde man hier dann einfach bis, die ganze Nacht durchstehen. Um 22 Uhr wird man hier rausgeschmissen. Und darf erst um 6 Uhr wieder rein. Also, nicht mal direkt zu Beginn, sondern man darf erst um 6 wieder rein. Ja, auch hier kann ich jetzt an sich erstmal Sachen looten, die hier so rumstehen. Das darf man. Ich habe einen Bauplan für Pfeile gefunden gerade, oder? Oh, das erlerne ich, weil ich gerne mit Pfeil und Bogen kämpfe. Ist das auf jeden Fall genau was für mich. Nice. Ansonsten kann ich immer überlegen, baue ich einen Bauplan wirklich oder ist der für das ganze Game, das ich spiele, hier irrelevant? Dann verkaufe ich ihn natürlich lieber beim Händler und kriege dafür deutlich mehr. Okay, die kann man benutzen. Die ist also heile. Ich habe hier also eine Werkbank, theoretisch. Wenn alle Stricke reißen ist, finde ich hier eine Werkbank. Ich weiß nicht genau, wofür das hier da ist. Na, nur ein Ausguck. Aber hier ist kein Loot oder so. Ich bin doch hier für den Loot, Mensch. Okay. Alle Türen macht man hinter sich zu. Ich bin ja ein netter Bewohner hier. Ich bin ja nur zu Besuch quasi. Hier bei Monopoly. Da war man auch immer nur zu Besuch im Gefängnis. Okay, hier könnte ich, wenn ich Hunger habe, mir Essen kaufen und Kaffee. Ah, Stühle darf ich nicht wegnehmen. Okay. Hallo. Boah, wie viel... Guck mal, was kostet hier 12.000 eine Schrotflinte? Okay, ich habe hier was für dich. Und zwar würde ich dir das verkaufen. Dann würde ich dir diese Reifen verkaufen wollen. Ach so. Ich bekomme die dafür. Das ist das einfach das Geld dann? Dann würde ich dir... Oh, aber ich kriege bei ihm ja noch viel weniger. Okay, Mechanical Parts lohnt sich nicht. Die kann man nicht verkaufen. Die kann ich aber verkaufen. Leder brauche ich selber. Knochen gibt er mir auch nichts für. Die Dosen lohnen sich nicht zu verkaufen. Ah, ich hätte auch die leeren Dosen mit Wasser füllen sollen. Okay, ansonsten... Bergbauhelm ist... Okay, kostet aber hier bei ihm 5.000. Also ich glaube, ich kann mir hier einfach nichts von kaufen. Aber der behält die Sachen, die mal... Guck mal, der will das für 2.000 wiederverkaufen. Ist das verrückt, ey. Well, it's about time you bought something. Okay, das ist... Oh, zerstörte Schmiede. Das heißt, hier finden wir immerhin Rohstoffe drin. So, was ist hier oben noch? Aha, eine Hose, ein Mülleimer. Ich würde das Bett halt so gerne abbauen, aber es geht nicht. Eine Tasche. Okay. Ah, ich kann kurz schauen. Es gibt gewisse... reparieren Stofffetzen. Weil manche Kleidungsteile geben auch Leder. Ich würde jetzt einfach sagen, dass ich mir diese Hose anziehe. Und diese hier dann... Kann ich bei dir eine Hose verkaufen? Ach, dann verkaufe ich sie doch lieber, anstatt die zu zerlegen. Passt für mich. Ich habe halt schon einiges an Wildbret. Damit kann ich mir dann nämlich Speck und Ei machen. Und das ist halt richtig nice, das Futter dann. So, ich würde mir das jetzt gönnen. Dann würde ich hier noch in Ruhe was trinken. Die Sounds sind halt einfach... Ich habe noch mehr Motorräder. Nice. Das ist gut.
Na gut, Hühnersuppe hebe ich mir für Notfälle auf. Dosenthunfisch auch. Hier draußen ist das schon wieder gut Party. Also hier sind anscheinend jetzt ein paar Zombies angekommen. Sind die mir alle gefolgt? Wieso habe ich keine Munition mehr? Habe ich alles verschossen? Mein Ernst? Echt jetzt? Wirklich? Oder habe ich die aus Versehen verkauft? Und warum habe ich hier noch Pistolenteile? Hä? No public bathrooms here. And don't be peeing on the floor. Habe ich hier aus Versehen Sachen von ihm gekauft oder so? Nee, ne? Und ich habe ihm auch nicht irgendwie Pfeile verkauft, weil die wären ja hier drin. Ich könnte mir halt bei ihm 30 Leder kaufen. Oder ich loote es mir irgendwo. Wie viel Geld haben wir denn? Das ist mein Geld, ne? Are we Ach, done here? Alter, du bist ja so unhöflich. Der chillt hier 24/7 in seiner Base. Und das ist absolut unhöflich. Du bist nicht derjenige, der sich hier mit der Zombie-Apokalypse rumschlagen muss, weißt du? Schön frech. Ah, ich bin ja ein Netten. Ach, ich habe keinen Turn jetzt. Die sind halt so tanky. Ich habe meine Ausdauer voll. Ich hau ab. Der eine Zombie ist ja jetzt meinetwegen drin. Die muss ich von dem Lager da gepult haben. Von dem Pfadfinderlager da. Tatsächlich. Aber passt. Die kann ich eben erledigen. Ja, man darf das nicht anschießen oder so. Nice. Oh, Painkiller sind nice. Und die Messing-Trophäe ist auch nicht schlecht. Übrigens hau ich die jetzt schon kaputt. Die würden halt mit der Zeit despawnen und zu einer Leiche werden einfach, die man dann noch looten kann. Aber, so skill ich Nahkampf-Klingwaffen. Guck. Genau davon habe ich geredet. Und der Dude da kommt nicht mehr weg. Okay, und hier ist der nächste Dude. Ach, ihr seid so nervig gerade, ne? Ich habe überhaupt keinen Turn, jetzt mit so vielen Zombies zu kämpfen. Ich habe halt gerade wirklich nicht die Pfeile dazu, einfach random meine Munition wegzuballern. Ich gehe zurück zu meinem Schlafsack und gut ist. Unterwegs loote ich Vogelnester und so. Und Müllheime und Müllhaufen halt. Aber ich habe überhaupt, das kann ich mir nicht leisten, so alleine. Sind die Ressourcen echt knapp, merke ich. Ich glaube, ich bräuchte noch so ein ganz bisschen Leder, ne? Oh, Klebeband ist auch wichtig. Das ist wirklich wichtig. Nice. Na, wenn ich hier jetzt alle weggepult hätte, dann könnte ich hier jetzt ja looten gehen. Übrigens mit der Zeit, die Zombies verlieren schon Akku von einem. Man muss sich halt irgendwann ducken und dann ist man ja versteckt. Wenn man weit genug weg ist und sich duckt, ist alles entspannt. Es kann auch sein, dass die Zombies jetzt wieder eingepennt sind. Oder dass ich es hier rausgelockt habe, dann kann ich hier eben mal looten. Weil ich hätte ja noch bis 22 Uhr Zeit. Ich denke, dass ich das jetzt schaffe. Da läuft zumindest einer rum. Aber das ist ja erstmal nicht schlimm. Also ich würde schon versuchen, den Loot hier mitzunehmen. Der läuft auch wieder weg. Aber es kann halt sein, dass ich dabei auf zu viele Gegner stoße. Dann laufe ich lieber weg, anstatt mir hier irgendwas... Ja. Ah, Kochtopf habe ich einfach aufgehoben. Auch nicht schlecht. Oh, wieder was für den Traitor. Ich wurde kurz gejagt, weil er mich gesehen hat. Und dann ist er auch schon wieder weg. Den habe ich gewonnen. Ich glaube, beim Bogen macht man auch mehr Schaden, wenn man näher am Gegner ransteht. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Oh, was?
Das nehme ich jetzt mal nicht mit. Brauche ich nicht so dringend wie die anderen Sachen. Wo ist dieser eine Zombie, der rumschleicht? Der ist weitergegangen. Okay, dann baue ich mich hier wieder rein. Und das gibt Stoff, ne? Aber kein Leder. Perfekt, die ist hier. Am rumliegen. Patronenhülsen sind auch nicht so unwichtig. Brauche ich halt später, wenn ich selber mir Schussmunition basteln will. Im Baumstumpf kann auch was drin sein. Okay, dann habe ich hier soweit alles gesehen, ne? Ja, den Stuhl kann ich auch noch aufheben. Da kriege ich halt ein bisschen Holz raus. Aber das lohnt sich gerade nicht, dafür jetzt noch hier länger rumzusitzen und nichts zu machen. Ich gehe zurück zu meiner Basis. Ich habe gerade erst die O-Zeit gesehen und es ist Klaus, sage ich mal. Ah, das sollte ich schaffen. Ja, du bist mir völlig egal. Ey, schrei doch, wie du willst. Lass mir einfach in Ruhe. Die Ausdauer ist zum Glück gerade voll. Ich denke, dass ich das alles noch schaffe. Mein Bruder meinte mal, Heidelbeeren wären gut. Und da ich mir diese Steinaxt jederzeit wieder basteln kann. Ich habe übrigens eine Eisen. Ich habe immer die Sachen geöffnet und sofort R gedrückt und habe nicht mitbekommen, was ich alles schon coole Sachen gelootet habe. Ich habe zum Beispiel eine Feueraxt gelootet, mit der kann ich Holz abbauen. Und die ist das, was ich später skillen will. Das heißt, Holz abbauen tue ich nur noch mit diesem Werkzeug ab sofort. Mit nichts anderem. Also ich habe an sich voll die guten Sachen gelootet, aber einfach nicht die Augen dafür gehabt. Das ist halt einfach doof, ne? So, ich hab's eilig. Eine Stunde. Dann geht mein Flug. Notfalls muss ich mich halt irgendwo anders reinsetzen, aber... Oh, so ein Vogel ist der Endgegner in dem Spiel. Ne, die sind gefährlich, weil die, sind halt übel schwer zu treffen. Und ich treffe ja schon die Zombies nicht, die sich kaum bewegen. Und, sie können einen infizieren mit dem Virus. Wenn sie einen angreifen. Wenn man sie tötet, kriegt man da ein bisschen Fleisch und ein bisschen Federn raus. Also es ist auch jetzt nicht irgendwie groß belohnt, wenn man die jetzt weghaut. Ja, aber da ist ja meine Hütte schon wieder. Und ich hatte alle Türen, also hoffentlich alle Türen zugemacht. Aber ich habe vielleicht einen großen Fehler gemacht, ne? Ich habe meine Steinaxt da liegen lassen, ne? Ich muss jetzt erstmal ins Haus. Aber ich glaube, dass ich gerade exakt 0 Steine habe. Und so ein bisschen was bräuchte ich. Ich habe die Türen nicht zugemacht. Es kann also sein, dass hier ein Zombie reinspaziert ist. Kacke. Aber ich habe es überlebt. Ich lebe soweit. Und es ist wieder Nacht. Erstmal gerade mein Inventar ein bisschen entrümpeln, wobei Federn brauche ich sowieso immer wieder. Jo, das alles, womit ich zum Trader gehen will, tue ich natürlich hier unten in die Ecke. Die eiserne Feueraxt habe ich, den Schraubenschlüssel, den hebe ich mir auf für später. Die Stoppfesseln können hier gestackt werden, Schmerzmittel nehme ich lieber mit. Angelblei kann ich auch gut verkaufen. Leere Dosen müsste ich nochmal mit Wasser auffüllen. Apropos Wasser. Nee, was wollte ich machen? Achso, ich wollte Holz nehmen und Holz ins Lagerfeuer tun. Und das Wasser kochen. Und dann wollte ich Eier aus der Truhe nehmen. Und dann kann ich Schinkenspeck mit Eiern machen. Für einen Vegetarier jetzt nicht das Optimale, ja? Gebe ich zu. Aber im Spiel kann ich aufs Vegetarier-Dasein verzichten. Das kriege ich gerade noch hin. Nice. Okay. Ja, ich habe keinen einzigen Stein. Und das Blöde ist, für so eine Steinaxt bräuchte ich eigentlich Stein. Also um mir neue Steinaxt zu craften, habe ich natürlich in dem Moment nicht drauf geachtet, weil mich ein Zombie verfolgt hat. Um mir eine neue Steinaxt zu craften, muss ich erstmal Steine abbauen. Und hier drin kann ich halt keinen Stein abbauen. Das heißt, ich kann weder das oder oben reparieren, weil dafür bräuchte ich die Steinaxt, noch irgendetwas anderes Sinnvolles tun in dieser Nacht. Ich werde jetzt nur die Zeit hier wieder absitzen und warten, bis es wieder Tag ist.
Oh, und in der Zeit schauen, dass ich halt wirklich... Also ich bin gerade essens-, also nahrungstechnisch und so voll gut ausgestattet. Dadurch, dass ich zwei Wildtiere erlegt habe, das ist halt einfach lit. Das habe ich sonst nicht so viel Glück. Ja, ich lasse das Feuer auch brennen jetzt in der Nacht. Wobei eigentlich ich kann es, ich werde es ausschalten, sobald ich es nicht mehr brauche. Weil wozu jetzt das Ganze brennen lassen? Wasser kann man übrigens maximal 15 Stück in einem Stack haben. Trifft sich also ganz gut. Weil das Problem mit dem Wasser ist nämlich, dieses Wasser hier, diese Flaschenwasser, die brauche ich, um alles zu kochen. Also wenn irgendwelche Sachen gekocht werden, braucht man im Normalfall Flasche Wasser, heißt es immer. Immer Flasche Wasser. Flasche Wasser, Flasche Wasser. Hier kann ich auch Wasser reinfüllen, aber damit kann man nicht kochen. Das heißt, fürs Trinken sind diese leeren Dosen dann eigentlich ganz gut geeignet. Ah, okay. Ja, Sättigung plus 16. Wobei das immer mehr gibt. Also, ja. Nice, auf jeden Fall nice. Level up. Oh, ich habe nicht mitbekommen, dass ich ein Spielerlevel aufgestiegen bin. Dann kann ich auf jeden Fall den Waffenschmied verbessern. Dann kann ich besseren Bogen craften und all sowas. Aber mit Player Level 5 geht es da erst weiter. Okay. Ansonsten ist es noch ganz praktisch, ein wildes Tier zu craften, finde ich. Weil wir 10% mehr Ausdauer haben. Ist jetzt am Anfang noch nicht viel, aber 20% und später, glaube ich, sogar 40, irgendwie 50. Also es wird mit der Zeit auf jeden Fall besser. Bauwerkzeug ist das Ziel, auf 15 zu skillen, aber da bin ich ja ganz gut dabei. Dann bauen wir natürlich auch schneller ab. Und mein Ziel ist dann Bergbauwerkzeuge. Das ist da unter anderem die eiserne Feuerachs oder auch die Steinschaufel fallen darunter, genau. Also ich hoffe, die Schmiede zur dritten Nacht fertig zu haben. Dann kann ich ganz viel Steine abbauen und mit diesen gewonnenen Rohstoffen, also unter anderem Eisen aus dem Stein, kann ich mir dann hoffentlich schon meine Eisenwerkzeuge bauen. Wobei die Bergbauwerkzeuge müssen ja trotzdem auf 15. Ich kann also noch mit der Steinachs länger farmen oder mit der Schaufel dann auch Lehm farmen und so. Das ist ja nicht das Problem. Aber naja, ne, all das, die Fortsetzung folgt sozusagen. Habe ich die Knochen alle weggeschmissen, die ich gefunden habe, oder habe ich sie mitgenommen? Weil ich habe das ja gerade verbessert. Und dann will ich auf jeden Fall auch mit der besseren Waffe rumlaufen. Und das gleiche gilt eigentlich auch für den Bogen, sofern der nicht Steine benötigt. Was bei einem Holzbogen irgendwie komisch wäre, aber... Man weiß ja nie. Ja, ob der Händler dafür noch Geld hergibt, weiß ich nicht. Ich kann es ja mal mit zum Händler nehmen. Ich habe auch nicht einen einzigen Stein, um mir neue Munition zu craften. Die Geräuschkulisse ist natürlich sehr beruhigend. Ich kann noch mal was essen, dann ist hier schön mein Hunger ist dann halt eben nicht da. Wunderbar. Jetzt noch was zu essen wäre Verschwendung. Genau. Ich kann das nicht bestätigen, weil ich es nicht weiß, aber es heißt, dass man mit Essen im Inventar von Zombies eher gerochen wird. Also mit frischem Essen, mit Dosenessen aber nicht. Das heißt, das Dosenessen nehme ich jetzt mit. Alles andere, ja, und Wasser ist ja auch kein Problem, aber alles andere nicht. Ob da was dran ist, weiß ich natürlich nicht genau, aber okay. Aber so finde ich das hier unten. Sieht doch ganz nett aus. Die Pfeile als Munition haben wir dabei. Ich kann halt auch so gegen 3 Uhr schon mal raus. Die Zombies sind halt einfach viel schneller als sonst. Aber in der letzten Nacht habe ich auch Zombies um mein Haus herum gehört. Diesmal höre ich halt nicht mal Zombies. Genau, weil ich brauche halt 3 Steine, um mir eine neue Steinaxt zu bauen. Aber naja... Ach, und es kann natürlich passieren, dass hier eine Horde vorbeirennt irgendwann. Es laufen immer wieder zu jeder Tag- und Nachtzeit Horden über die Map. Genauso auch in der Nacht von Tag 7 auf Tag 8. Das ist halt diese berüchtigte 7. Nacht, die halt so schwierig ist. Der ist so laut, den höre ich auch da oben. Ich denke immer, was ist da so laut? Was rumort da so? Das ist der Kühlschrank. Genau, und diese Horden wissen aber in Tag 7, oder jeder Zombie weiß, wo der Spieler ist. Also auf eine ziemliche Distanz, Zombies können ziemlich weit weg sein und wissen genau, wo der Spieler ist. Und deswegen ist diese 7. Nacht so schwer zu überleben. Weil man halt mindestens eine Horde, das sind 8 Zombies,
Mit meistens noch einem so einem Rufer-Zombie, der dann noch mehr Zombies dazu holt. Also all das muss man erwarten zu bekämpfen. Und das macht natürlich nicht leicht. Ich finde es halt so ein bisschen von Nachteil, im Schneegebiet zu sein gerade. Weil die Zombies hier so tanky sind. Das ist, also, ne, die da in diesem Zeltlager, die haben wir ja voll easy weggehauen. Aber diese Eisholzfäller-Zombies, die sind echt nicht ohne. Naja, also ich will in dem Part noch erreichen, hier erstmal gleich rauszugehen. In 30 Ingame-Minuten ist es ja schon soweit, dass ich hier wieder... Oh, das war laut. Also ich kann quasi schon wieder raus. Die sind noch schnell. Ich muss noch aufpassen. Ah, ich muss gar nicht Steine abbauen. Ich kann Steine ja auch sammeln. Das ist sehr praktisch. Oh, mir fehlen immer die Pflanzenfasern. Ich denke nie daran, Pflanzenfasern mitzunehmen. Scheibenkleister. Ach. Hab ich mich erschrocken gerade. Oh nein, ich wollte doch nur ein bisschen früher raus. Aber ich hab... Ja, die Horde rennt jetzt einmal durchs Haus, aber die wissen... Die haben schon wieder vergessen, dass ich hier oben bin, denke ich. Es ist so laut, ey. Ich höre nichts. Also ich höre nur die Zombies. Ich höre mich selber gar nicht mehr reden. So laut ist das gerade. Hat man den Game-Sound für mich ein bisschen runtergestellt. Ach du Scheibenkleister. Ich hoffe, die rennen jetzt einfach vorbei. Die nehmen da unten alles auseinander, ne? Komplett. Da unten wird alles gerade zerstört. Das ist richtig ridiculous. Aber es wird schon weniger, oder? Ah, Bauwerkzeuge gelevelt durch das, was ich selber hin und abgebaut habe. Nee, das kann ich doch wieder reparieren, oder? Ich möchte hier dieses kaputte Fenster haben. Danke. So, und dann kann ich nochmal so einen Holzrahmen machen. Perfekt. Für die Kerze, die brauche ich gerade nicht. So, die könnte man noch wegnehmen, bis man sie so fixiert. So, jetzt ist nämlich die Frage. Ob ich hier wieder lebendig runterkomme. Also erstmal würde ich mir so einen Balkon machen. Und wenn ich hier runterfalle, dann nehme ich wahrscheinlich ordentlich Schaden. Oh, da wurde ich kurz... Ganz kurz wusste jemand, wo ich bin. Ich wusste ja nicht, dass die vor meiner Haustür sind. Also ist auch ein ungünstiger Ort für eine Haustür. Ihr habt übrigens gesehen, ne? Die sind kurz vor vier noch richtig gerannt. Aber jetzt haben die auch keinen Bock mehr. Diese Zombies finde ich richtig schwer zu besiegen immer wieder. Die haben mich schon so oft zur Verzweiflung gebracht. Aber den habe ich. Weil die manchmal, die stehen ja manchmal noch auf, aber ich glaube, der steht nicht wieder auf, oder? Ja, der ist tot. Fall doch um, ey. Fall doch bitte um. Ich habe kaum noch Pfeile, du. Jetzt schneit es in der Wohnung, okay. Ich habe keinen Pfeil mehr. Ich war so konzentriert, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, Mann. Oh.
Ich kann nicht mehr. Ich bin schon wieder fix und fertig und wir spielen erst den zweiten Tag und es kam mir einfach eine Horde. Ich habe noch kurz davor noch davon geredet. Ja. Was ist das? Oh, wisst ihr, wie ich mich jetzt nochmal erschrocken habe? Weil ich dachte, hä? Die steht auf einmal auf. Oh, da unten sind auf jeden Fall noch Zombies. Das ist halt mein Problem. Ich komme da jetzt nicht einfach durch. Wahrscheinlich. Ich habe auch nicht einen Pfeil, ne? Ich nehme einfach die Beine in die Hand und renne hier erstmal raus. Die sind halt alle hier vor der Tür, ne? Die sind hier einmal durchgerannt. Ich werde gejagt. Aber okay, okay. Alles ist okay. Ich wollte Stein sammeln, ne? Das hier ist die verseuchte Zone, soweit ich weiß. Da darf ich nicht rein. Da bin ich doof. Da nimmt man Schaden. Also da ist einfach die Map zu Ende, auf gut Deutsch. Oh Mann, ey. Die Zombies haben da... Die sind halt einmal durchgerannt. Die Horde, die hat eine, die hat einen Plan und den verfolgt sie auch. Oh. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit, hier den Part zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Für mich war es sehr intens. Nochmal zum Schluss. Und ich hoffe, es bleibt so spannend. Bis dann. Danke fürs Zusehen.